Hallo und herzlich willkommen zur neunten Episode von Witch Hunt. Ich glaube, es ist die neunte. Ist mir jetzt auch egal. Wichtig ist nur, was wir jetzt vorhaben. Wir haben letztes Mal unser Minimalziel erreicht und die Hexe auf weniger als 50% ihrer Lebenspunkte reduzieren können. Habe ich das jetzt so richtig gesagt? Die Hexe reduzieren auf. Irgendwie klingt das komisch. Aber ihr wisst, was ich meine. Ist das da hinten? Nein, das ist nichts. Nein, das ist gar nichts. Und sie ist irgendwo in der Nähe. Und wir haben noch fünf Kreuze. Ja, fünf Kreuze. Das heißt, wir. Oh, jetzt ist sie nicht mehr in der Nähe. Okay. Ich hätte vielleicht lieber weniger reden und mehr laufen sollen. Gut, jetzt ist guter Rat teuer. In welche Richtung könnte sie gegangen sein? Nicht in diese. Keine Ahnung, jetzt müssen wir willkürlich irgendeine Richtung ausprobieren. Gut, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Gehen wir doch einfach mal nach Osten, würde ich. Nicht nach Süden, nach Osten. Ja, gehen wir einfach mal nach Osten ein Stück. Wenn wir da nichts finden, kehren wir gleich wieder um. Das heißt, gleich wieder ein paar hundert Meter werde ich schon gehen müssen. Gehen wir einfach mal ein Stück nach Osten. Wenn wir kein Herzschlagsignal bekommen, kehren wir wieder um. Ich habe jetzt keine Lust, dann Wächtertotem einzusetzen, obwohl. Ah, okay. Er kommt tatsächlich näher. Dann hat sich die Überlegung jetzt eigentlich schon erledigt. Bislang war die Hexe nie wahnsinnig schwer zu finden. Bislang war es häufig so, dass sie eher uns gefunden hat, als wir sie. Okay, ich höre einen Schatten. Das wäre jetzt ganz, ganz mies, wenn mich der erwischen würde, weil wir haben extra letztes Mal genug Mana gesammelt, um speichern zu können. Oder um teleportiert zu werden. Nachdem uns die Hexe getötet hat, was vermutlich passieren wird. Es bislang noch so ziemlich jedes Mal passiert ist, wenn wir ihr begegnet sind. Wie oft bin ich denn eigentlich schon hier lang gegangen? Wo ist denn. Okay. Ich muss schon mal hier lang gegangen sein, weil da ist ein Speicherpunkt, der auf der Karte eingezeichnet ist. Bin ich denn hier? Ist das diese eine Höhle, die ich noch nicht wirklich erforscht habe? Nee, das ist die Kanonenkugelhöhle, oder? Ja, genau, das ist die Kanonenkugelhöhle. Okay, wir haben die Hexe also noch nicht gefunden, sind jetzt ganz im Osten. Jetzt ist die Frage, wohin? Entweder nach Süden oder nach Norden. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach Süden. Und schauen einfach mal. Werden wir ja gleich sehen. Wenn damit falsch oder richtig liegen. Bislang bleibt das Signal erhalten. Also glaube ich fast, dass die Entscheidung nicht so mies gewesen sein kann. Es sei denn natürlich, sie war ganz knapp nördlich von uns. Dass wir immer noch nicht aus dem 500 Meter Umkreis raus sind, aber so langsam müssten wir das eigentlich sein. Okay, da ist irgendwo irgendwas. Ich habe ein Geräusch gehört, wie von einem Zombie oder höchstens einem Hund. Die Hexe ist ja eigentlich auch relativ gut sichtbar. Auf eine größere Entfernung hinweg. Die könnte jetzt natürlich auch da oben sein. Dann sehe ich sie natürlich nicht. Hier unten, ja. Vielleicht sollten wir mal den Berg hochsteigen. Hier war eigentlich nichts mehr, oder? Da habe ich doch schon alle Kisten so alles aufgemacht, ja. Irgendwo gab es noch eine Höhle, die ich nicht erforscht habe. Von der ich zumindest glaube, dass ich sie nicht erforscht habe. Aber die war nicht hier. Die müsste weiter im Norden gewesen sein.
Okay, also jetzt sind wir hier wirklich ganz unten im Süden, im Südosten. Das hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Müssen wir jetzt doch wohl weiter in, ja, notgedrungen irgendwie weiter in den Westen und auch weiter in den Norden wieder. Das Beste wäre, wenn ich jetzt hier mal auf den Berg steigen würde, glaube ich. Ja, jetzt sind wir zu weit weg, auf jeden Fall. Aber jetzt einfach nur umdrehen und den gleichen Weg wieder zurückgehen will ich auch nicht. Ich würde gern versuchen, hier mal auf den Berg hochzukommen und dann von dort aus ein bisschen weiter Richtung. Nee. Nee, das war jetzt keine gute Stelle. Und inzwischen kann sie, weiß Gott, wo sein, wenn ich hier zu lang brauche. Naja, das war Mist, was ich hier gemacht habe. Ich dachte, hier müsste man hochkommen. Nee, da vorne. Da vorne wahrscheinlich, oder? Irgendwo war doch hier immer eine Stelle, an der man hochkam. Nee. Wie bin ich denn immer hier hochgekommen? Verdammt nochmal. Oh nein, jetzt hänge ich fest. Oh nein. Das ist mir bislang noch nicht passiert in dem Spiel, dass ich. Ah, okay. Hat sich erledigt. Das wäre jetzt ganz blöd gewesen. Ich wüsste nicht, was wir dann hätten machen sollen. Wahrscheinlich einfach ins Hauptmenü zurückkehren. Also gut, ganz unten im Eck ist sie jedenfalls nicht. Ganz unten rechts. Sie war aber auch nicht allzu weit davon entfernt. Nur hat sie sich inzwischen vielleicht wegbewegt. Ja, mir fehlt halt immer noch. Ah, okay, da ist ein Weg nach oben. Mir fehlt halt immer noch so ein Indikator auf der Karte, der mir anzeigt, wie viel 500 Meter eigentlich sind. Das wäre wirklich nützlich. Um zu wissen, weil wir haben das Signal verloren, als wir ganz da unten. Ja, okay, wir sind immer noch fast ganz da unten. Als wir ganz da unten waren, dann könnten wir uns ungefähr ausrechnen, wo sie sein müsste. Weil den Weg da drüben, den wir entlang gekommen sind, da war sie offensichtlich nicht. Sie muss sich jetzt eigentlich fast irgendwie entweder weiter nach Westen oder weiter nach Norden bewegt haben. Weil sonst hätten wir sie hier irgendwo. Hätten wir hier sie entweder sehen müssen oder wieder in das Signal reinrennen müssen. Ah, okay. Wir rennen wieder rein. Ich würde jetzt diese Richtung einfach mal beibehalten. Also doch wieder in Richtung der Hütte gehen im Grunde genommen. Und da ist wieder irgendwo ein Geräusch. Aber. Oh nein, 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 nein. Nicht du. Nicht ausgerechnet du. Ah, okay, das ging noch relativ ordentlich. Und wir haben sogar noch ein bisschen Mana davon bekommen. Das war jetzt gar nicht mal so übel. Da ist noch irgendwas. Irgendwo. Was ich aber gerade nicht sehen kann. Hauptsache, wir rennen jetzt nicht in den Schatten rein. Aber nach Schatten hört sich hier im Moment nichts an. Oh, das ist noch so ein Ding. Noch so ein Ding, noch so ein Ding. Ah, komm her. Verdammt! Konnte ich das verfehlen? Okay, das ist jetzt geflohen, aber immer noch im Leben. Könnte also wiederkommen. Das hier hatten wir schon mal gesehen. Ich weiß noch nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Das ist vielleicht in einer rausgefallenen, rausgeschnittenen Episode gewesen. Da lagen auch noch mal irgendwelche Schätze rum. Bin ich jetzt noch auf Kurs? Vielleicht ein bisschen mehr Richtung Norden, würde ich fast sagen. Gut, dann sind wir im Grunde wieder am Ausgangspunkt und unsere ganze Expedition war völlig sinnlos. Weil wir keinerlei Fortschritt gemacht haben auf unsere Suche. Hier haben wir jetzt wenigstens eine ordentliche Sichtweite. Also wenn sie jetzt hier irgendwie am anderen Seeufer ist oder so, dann müssten wir sie wahrnehmen können, falls sie in ihrer materialisierten Form ist. Und ich glaube, das ist sie jetzt eigentlich fast immer. Es sei denn, manchmal, wenn sie irgendwie uns hinterherjagt oder uns attackiert oder sich teleportiert, ich glaube, dann wechselt sie irgendwie mal kurz die Form oder so. So genau habe ich das noch nicht durchschaut. Ich schaue auch meistens nicht hin, wenn sie das macht, sondern ich bin meistens am Wegrennen. Insofern werde ich das vielleicht auch nicht rausfinden. Ist auch gar nicht nötig, solange ich sie nur töte. Aber sehen müsste ich sie halt irgendwann mal. Jetzt sind wir. Ah, da ist wieder ein Schatten. Da ist jetzt irgendwo ein Schatten.
Und ich weiß nicht wo. Und dem will ich auf gar keinen Fall begegnen. Okay, jetzt sind wir echt verdammt weit nach oben gelaufen. Wir hatten das Signal verloren, als wir wirklich ganz, ganz unten rechts waren. Und jetzt sind wir ja schon etwas nördlich der Mitte der Karte. Und wir haben immer noch dieses 500-Meter-Signal. Also, so langsam komme ich mir ein bisschen komisch vor. Irgendwann müssten wir sie doch mal sehen oder in sie reinrennen. Aber bislang nichts. Ja, wie ich letzte Episode schon gesagt habe, diese fünf. Nein, verdammt! Wo ist sie jetzt hin? Hier lang. Hier lang. Okay. Okay, Richtung Norden. Nicht Richtung Westen, Richtung Norden. Also, wir sind immer noch ungefähr 500 Meter von ihr weg. War das gerade eine Heilpflanze? Ja, kann ich jetzt aber nicht wirklich gebrauchen. Wegen 5 Lebenspunkten nehme ich jetzt keine Heilpflanze. Falls ich hier gleich nochmal auf irgendwie den Gegner treffe und Schaden erleide, dann kann ich nehmen. Da kann ich jetzt nicht hoch, oder? Nee, nee, nee. Das ist dann doch ein bisschen übertrieben. Okay, wo gehen wir jetzt lang? Ja, zu weit in den Osten will ich jetzt auch nicht mehr gehen. Da komme ich ja im Grunde her. Hier komme ich auch nicht hoch, oder? Das ist viel zu steil. Okay. Doch nicht. Heilpflanze, die ich wieder nicht brauchen kann. Inzwischen haben wir uns schon selbst geheilt. Da ist ein Zombie, den könnte ich mal. Ich meine, bei der Gelegenheit. Wir sind hier in einer guten Position, um Zombies zu töten. Ich meine, wir sehen auf große Entfernung, was uns jetzt hier irgendwie entgegenkommt. Insofern haben wir hier geringes Risiko. Die Hexe sehen wir leider nicht. Die müssten wir doch jetzt langsam mal treffen. Irgendwo auf irgendeiner Seite von diesem verdammten Berg. Okay. Nein, wir sind wieder in die falsche Richtung gegangen. Wie kann denn das sein? Ich war doch vorhin in die Richtung gelaufen, da ging es auch nicht. Da müssen wir Richtung. Nee, da müssen wir ganz umdrehen. Da müssen wir Richtung Osten. Doch wieder Richtung Osten gehen. Weil nach Westen kriege ich kein Signal von ihr. Nach Osten aber auch nicht. Vielleicht wird es doch mal Zeit, so ein Totem einzusetzen, weil ich würde gern in dieser. Ah, okay. Jetzt haben wir wieder ein Signal. Ich würde gerne in dieser Episode schon so ein bisschen Fortschritt machen, wenigstens. Jetzt 20 Minuten lang nur durch den Wald zu rennen und nichts zu erleben, das ist nicht so wirklich mein Anspruch da als ein Zombie. Hoffentlich habe ich damit jetzt keine Feinde aufgeschreckt. Doch, habe ich. Aber mit dem. Oh, das sind mehrere Feinde. Verdammt nochmal, hey. Dass da gleich so viele sind, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ein Zombie, damit werden wir fertig. Okay, wir müssen uns zurückziehen. Das war gar nicht gut. Wir müssen uns zurückziehen kurz. Wir wissen, dass wir dann in Richtung Osten weitergehen müssen, aber wir sind jetzt so verletzt, dass das Hinterherrennen hinter der Hexe jetzt gerade eben nicht so viel Sinn macht. Ich weiß, dass da oben noch eine Heilpflanze war. Die werde ich mir jetzt genehmigen. Dann werde ich vielleicht sogar gleich wieder an den Speicherpunkt zurückkehren. Weil wir wissen auch, dass da jetzt noch ein Haufen Mana rumliegt, den wir nicht benutzt haben. Und wir wissen auch, dass wir ein paar Kreaturen erledigt haben, die uns nachher Geld bringen können. Das ist immerhin ein kleiner Gewinn. Wenn auch nicht das, was ich eigentlich leisten wollte, diese Episode. Ja, wir werden diesen Speicherpunkt hier ansteuern, auch wenn er jetzt in die Gegenrichtung führt. Und nicht zur Hexe. Ist da dieses komische Leuchtding? Ja, blöderweise ist es da. Kann ich jetzt eigentlich nicht so wirklich gebrauchen, aber okay.
Ob ich jetzt zu diesem Mana wieder zurückkomme von den gefallenen Gegnern da drüben, da bin ich mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher. Na Quatsch, das wollte ich nachschauen. Aber selbst wenn nicht, dann ist das auch okay. Dann haben wir immer noch genug Mana, um nochmal zu speichern. Und ich könnte auch immer noch... Ach, verdammtes Mistding, hey. Ich hasse diese Viecher. Ja, ich glaube, Mana-Mangel haben wir jetzt gerade nicht wirklich. Verdammte Bärenfalle? Seit wann gibt es hier eine Bärenfalle? Das habe ich ja noch nie gesehen. Okay, wir sind bei ganz, ganz miese Gesundheit. Aber wie gesagt, Mana-Mangel haben wir jetzt gerade nicht. 90, das reicht immer noch für zweimal speichern. Und dann gehen wir jetzt einfach wieder nach Osten. Und wir sollten auch ein bisschen nach Süden gehen, weil so weit im Osten, so weit im Norden zu sein, bringt uns überhaupt nichts. Weil, wie gesagt, 500 Meter Umkreis, das ist das, worin wir die Hexe spüren. Und dann ist ja quasi der halbe Umkreis hier verschwendet, wenn ich im Norden an der Grenze bin. Oh, das ist dieses Dings da mit den Spinnen. Also da bin ich schon mal auf Spinnen getroffen. Ich habe das hier nie wirklich so richtig untersucht, glaube ich. Vielleicht sollten wir hier mal genauer nachschauen, was hier noch so rumliegt. Da sieht mal einer an. Sieh mal einer an. Das sind doch noch ein paar Schätze. Aufheben. Aufheben. Vier Dietriche. Sonst noch was? Ich glaube, die Spinne habe ich nämlich schon getötet eigentlich. Aufheben, aufheben, ja. Das ist eine Menge Geld, das da noch rumlag. Wieso ich das nie aufgehoben habe, das werde ich nie verstehen. Aber ist okay. Okay. Jetzt hoffe ich mal, dass ich nicht wieder so einen Haufen Gegner angelockt habe. Diesmal sieht es gut aus, soweit. Da müsste nochmal ein weiterer Speicherpunkt, genau, ja, in der Richtung sein. Wir gehen jetzt einfach nochmal weiter nach Osten. Gehen gleich zum nächsten Speicherpunkt. Weil das Geld, das ich jetzt hier aufgehoben habe, das würde ich gerne auch behalten. Ah, da oben ist genau, da oben ist dieses Baumhaus. Da war ich schon mal. Es gibt auch immer noch irgendwie eine Kleinigkeit, die man übersehen hat beim Durchstreifen des Spiels, solange man es auch gespielt hat. Oder zumindest mir geht's so. Vielleicht bin ich auch einfach schlechteren Dinge zu sehen. Ach, 50 kostet es zu speichern. Irgendwie dachte ich immer 45. Also könnten wir nicht zweimal, hätten wir nicht zweimal speichern können, sondern nur einmal. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt auf 45 kam. Wahrscheinlich, weil diese Teleportationsfähigkeit irgendwie 45 gekostet hat. Ja, okay. Da habe ich mich irgendwie getäuscht. Ich bin mir sicher, dass ich es ursprünglich mal richtig gesagt habe oder richtig gewusst habe. Aber irgendwie in letzter Zeit hat sich das bei mir im Gehirn vermischt. Was die verschiedenen Fähigkeiten kosten. Oh nein, wir sind wieder zu weit weg. Ja, aber in welche Richtung? Okay. Also in diese Richtung jedenfalls nicht. Ah, verdammt. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt so schwierig wird, die Hexe zu finden. Bislang hatten wir damit nie Schwierigkeiten. Also wir haben immer noch genug Mana für einmal speichern. Obwohl ich mich da getäuscht habe, was die Menge angeht. Wir treffen hier derzeit auch oft genug Gegner, um das Mana wieder aufzufrischen. Oh nein, das wieder. Wo ist es denn? Was halt extra fies ist, wenn da so ein leuchtendes Teil ist und davor irgendwie noch ein anderer Gegner. Weil dann kann man den anderen Gegner eben auch nicht anschauen. Ach, da oben. Ach, Mistvieh. Wo ist es? Wo ist es? Ich sehe es nicht.
Was einerseits gut ist, weil dann kannst du mir keinen Schaden verursachen, aber. Hä? Zum Teufel ist es denn? Okay, jetzt bin ich in der Nähe der Hexe. Sehr nah an der Hexe. Okay, das ist wirklich sehr, sehr nah. Nein, 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 ich hänge irgendwie am Kreuz fest. Ah, toll, jetzt habe ich. Jetzt bin ich in der Nähe der Hexe und auch noch in der Nähe dieses leuchtenden Teils. Das ist überhaupt nicht gut. Was ich jetzt tun muss, ist, sie lange genug hinhalten, damit die Kreuze ihre Arbeit tun können. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, fast. Okay, jetzt, wir müssen laufen, wir müssen laufen. Das hat so keinen Sinn. Okay, da ist sie. Wir haben keine Kreuze mehr oder sowas. Nein, laufen, 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 laufen. Und da hätte jetzt wirklich eins gefehlt. Eins hätte gefehlt. Fehlt, dann hätten wir sie jetzt schon erledigen können. Ich hätte doch eins mehr kaufen sollen und dafür nicht die Kugel kaufen. Okay, ich musste jetzt leider diesen Zombie da töten. Das wäre sonst nicht gut gegangen. Kann ich jetzt speichern? Gibt es Sinn, jetzt zu speichern? Ich glaube schon. Oh je, da ziehen wir einiges hinter uns her. An Feinden. Und ich schaffe es nicht nachzuladen. Weil ich einfach nicht genug Zeit dazu habe. Oh fuck. Okay. Okay, das sind jetzt nicht die besten Voraussetzungen. Jetzt schauen wir mal, ob sie noch da ist, wenn wir wieder laden. Es ist wirklich ganz, ganz knapp dran, sie zu erledigen. Wie gesagt, ein Kreuz mehr hätte gereicht. Ja, sie ist noch da. Und ich habe immer noch keine Munition. Also ich habe immer noch nicht nachgeladen. Ich habe natürlich noch die andere Waffe. Oh fuck, ein Schuss. Komm schon, lad einfach schneller nach. Lad einfach schneller nach. Komm schon, komm schon, komm schon, wo ist sie? Oh fuck. Wieso habe ich den verfehlt? Oh, scheiße. Okay, aber wir können es ja gleich nochmal versuchen, wenn wir es stauben. Was? Wieso? Wieso hat er nicht getroffen? Okay, ich hätte die andere Waffe nachladen sollen. Wo ist dieses Mistvieh? Komm schon, komm schon, komm schon. Schneller nachladen, schnell. Oh nein, 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 nein. Wenn sie so verwandelt ist, dann macht es gar keinen Sinn. Rennen, 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 rennen. Nein, das hat schon wieder keinen Sinn gemacht. Ich weiß nicht, wieso ich sie jetzt nicht mehr treffen kann. Oder habe ich sie getroffen? Habe ich? Ich habe sie getroffen, oder? Ich habe sie getroffen. Bei der weiteren Untersuchung des Hexenkörpers kamen wir zu dem Schluss, dass sie kürzlich ein Kind des Teufels zur Welt gebracht hat. Es erklärt, warum Unto der immer noch durch den Wald streift und warum sie so aggressiv war. Ich muss es finden und zerstören, bevor es stärker wird. Sonst wird es unaufhaltsam. Okay, wir sind offensichtlich nicht mit dem Spiel fertig. Ich dachte irgendwie, wenn wir die Hexe töten, wären wir. Which is a major victory. Unfortunately, it seems that even more people in Belleville are gone. I hope you will be able to find and kill that son of a bitch before it's too late. Okay. Also die größte Herausforderung steht uns offenbar noch bevor. Ich dachte, weil das Spiel Witch Hunt heißt, wäre es fertig, wenn man die Hexe erledigt hat, aber nein. We are very grateful for everything you've done. Nein. Es steht uns noch viel mehr bevor. Ist es noch nebliger geworden? Für mich sieht es hier noch düsterer im Dorf aus als zuvor. Vielleicht täuscht das aber auch. Wie viel Gold haben wir denn? Ach Quatsch, ich wollte nicht die Karte, ich wollte hier. 358 immerhin. Immerhin. Okay. Wir haben zwei freie Kruzifixe. Wir werden ein paar mehr brauchen als das. Auch noch ein bisschen Silberkugeln, würde ich sagen. Ja, dann, ja, okay, was soll's. 10 Kreuze, 59 Silberkugeln. Wir sind gut ausgerüstet.
Achso, ich kann jetzt hier in der Stadt gar nicht meine Waffen überprüfen, ob die nachgeladen sind. Achso, ich kann mich hier noch heilen. Das habe ich in der Vergangenheit irgendwie immer. Nein, kann ich irgendwie nicht mehr. Oh. Ich sollte vielleicht nochmal die Häuser in der Stadt überprüfen. Hier scheint inzwischen einiges vorgegangen zu sein, seit ich die Hexe getötet habe. Der Arzt ist nicht mehr da. Da ist nur noch Blut, wo der Arzt stand. Und die gruselige Puppe, die wir damals in dem Haus aus der Kiste befreit haben. Die scheint auch irgendwas vorzuhaben. Ich weiß immer noch nicht, wie man diesen Tresor hier öffnet. Kann ich ja nicht wirklich was machen, oder? Nee. Nee. Irgendwann muss ich noch den Schlüssel dafür finden. Irgendwo hier müsste noch eine Heilpflanze sein. Ja, die nehme ich jetzt mal. Ich werde nämlich nicht verletzt in den Wald zurückkehren wollen. Ich schaue mich mal noch ein bisschen hier kurz um. Nur um sicher zu gehen, dass hier nichts total anders ist plötzlich. Ja, der Bürgermeister hat ja auch gesagt, es sind noch mehr Leute aus dem Dorf verschwunden. Und damit meint er offensichtlich den Arzt. Ich meine, viel mehr Leute gibt es dann auch nicht mehr. Jetzt ist quasi nur noch der Bürgermeister übrig. Sogar die Leiche. Okay, die Leiche ist weg. Kann ich hier rüberspringen? Na komm schon. Komm schon. Ah, verdammt. Naja, gut, jetzt können wir auch außen rum gehen. Sagen wir gehen nochmal schnell hierher. Den Schuppen hatte ich, glaube ich, schon mal untersucht. Ja, den hatte ich schon mal untersucht. Hier drin scheint jetzt nichts Neues zu sein. Die Puppe, die saß dann nochmal da am Ausgang, die ist jetzt weg. Wir haben ja in der Kirche gesehen. Sonst ist hier nichts mehr. Oh, da wären noch Silberkugeln gewesen, die ich nicht eingesammelt hatte. Bringen jetzt auch nichts, weil jetzt habe ich. Oh, das kann ich noch aufheben, okay. Oh, das ist neu, oder? Das ist neu. Jetzt könnte ich mir sogar noch ein Kreuz mehr kaufen. Sperrt. Ja, dann machen wir das doch, oder? Es gibt jetzt keinen Sinn, das Geld mit mir rumzutragen, weil. Es gibt nichts anderes als Kreuze und Silberkugeln, für das ich das noch ausgeben könnte. Dann können wir das auch gleich machen. Und wer weiß. Bei der Hexe hätte uns auch ein Kreuz mehr geholfen am Ende. Und eine Silberkugel noch. Okay, jetzt sind wir so ziemlich voll ausgerüstet. Achso, ich hätte auch noch Wächtertotems. Ah, Mist, das wäre vielleicht besser gewesen. Ich hätte ein paar Wächtertotems gekauft. Aber in letzter Zeit hatte ich die Kreuze fast nötiger. Wobei wir sind jetzt schon eine ganze Weile herumgeirrt, bis wir die Hexe gefunden hatten. Was mache ich denn? Da will ich nicht rein. Hier ist alles noch normal. So normal, wie es eben ist. Eben ist auch noch alles okay. Ein bisschen gruselig sieht der schon auch aus, aber okay. Oh! Oh verdammt, jetzt habe ich Schaden genommen. Weil Wasser hier immer Schaden verursacht nach einer gewissen Zeit. Frostschaden. Na gut, was soll's. War's nicht so schlimm. Ich könnte direkt zur Hütte reisen. Das ist so eine Sache, die habe ich wirklich nicht oft genug beachtet in dem Spiel. Wobei, ich weiß halt nicht, wo der Gegner ist. Insofern weiß ich auch nicht, ob es Sinn macht, direkt zur Hütte zu reisen oder nicht. Ich könnte es tun. Es ist riskant, nachts rauszugehen, aber es muss so schnell wie möglich getötet werden, sonst wird es zu stark. Okay. Finde und hüte das Kind des Teufels. Schön. Okay, wir müssen auf jeden Fall mal nachladen. Das wäre gut. Ja, es ist noch nebliger geworden als früher. Eindeutig. Auch viel dunkler. Also offensichtlich war das, was wir bisher gesehen haben, Tag. Und das ist jetzt die Nacht. Zum Glück habe ich die Helligkeit etwas hochgestellt schon in vergangenen Episoden, sonst würde das hier überhaupt nicht funktionieren. Es sieht eigentlich nicht wirklich dunkler aus, die Sichtweite ist nur geringer. Was ironischerweise vielleicht sogar hilfreich für die Aufnahme sein könnte. Oh, wir sind ganz nah dran. Es wäre. Oh! Oh, verdammt, ich habe nicht nachgeladen!
Okay, ja, das sieht aus wie das Kind des Teufels. Das ist eine sehr akkurate Beschreibung. Ich hatte nur die Pistole nachgeladen. Ich war mir fast sicher, ich hätte das Gewehr schon nachgeladen. Hatte ich aber nicht. Das war jetzt ganz blöd. Wie viel Mana habe ich noch? Viel. Ja, okay. Das war jetzt kein Problem. Der ist in diese Richtung gelaufen. Wir sollten einfach mal hinterher. Meine Lebensenergie ist. Okay, das hat sich erledigt. Ist zu weit weg. Ich frage mich, was sich jetzt sonst noch so getan hat. Aber wir könnten eigentlich speichern, oder? Wir haben immerhin einen Schuss in ihn reingekriegt. Das ist nicht gerade viel. Aber. Ja. Ich meine, wir haben das Mana dazu. Dadurch, dass wir hier gleich wieder einen Gegner getötet haben. Ich meine, er ist in diese Richtung gelaufen. Es gibt jetzt keinen Sinn, in die andere zu gehen. Wir können ihm genauso gut hinterherrennen. In der Hoffnung, vielleicht auch nochmal eine Heilpflanze zu finden, weil. In einem guten Zustand sind wir jetzt nicht. Das war blöd, dass ich nicht rechtzeitig nachgeladen habe. Diesmal habe ich nachgeladen, oder? Ja. Der rennt also wieder einfach weg wie der Werwolf auch. Das ist blöd. Dann hätten wir vielleicht doch mehr Wächtertotems gebraucht. Weil wenn er jedes Mal wegrennt. Bei dem Werwolf hat es wirklich ewig gedauert, bis ich den mal gefunden und erlegt hatte. Weil er nach jedem Treffer weggelaufen ist. Das möchte ich eigentlich nicht nochmal mitmachen. Da zählt dann wirklich jeder Schuss, der trifft. Wir sind wieder näher dran, aber. Okay, also hier hoch komme ich nicht wirklich. Ist die Frage links oder rechts? Probieren wir es mal links. War bestimmt die falsche Entscheidung. Der hat sich bestimmt sonst auch noch was getan hier. Aber es ist doch immer wieder überraschend. Ah nee, das war die falsche Entscheidung, wie gesagt. Ist doch immer wieder überraschend, dass das Spiel sich doch immer wieder ein bisschen was Neues einfallen lässt. Also es ist natürlich immer mehr oder weniger das gleiche Spiel. Wir rennen immer durch den gleichen Wald seit vielen, vielen Stunden. Ich weiß nicht, wie vielen Stunden ich das Spiel jetzt schon spiele. Ihr habt ja nicht so viel davon gesehen, wie ich gespielt habe. 11, 12 Stunden, schätze ich mal. Wir haben jetzt nicht wahnsinnig viele neue Fähigkeiten dazu bekommen oder so. Beziehungsweise die wir jetzt haben, haben wir schon seit einigen Stunden. Und die meisten Gegner sind auch dieselben, aber es gibt immer wieder irgendwie so eine Kleinigkeit, die sich verändert. Immer wieder so eine Kleinigkeit, die man neu entdecken kann. Und dadurch schafft es doch erstaunlich lang motivierend zu bleiben. Mit relativ einfachen Mitteln. Okay, wir sind ganz, ganz nah dran. Und wir sind gestorben. Ich habe nur einen Schuss abfeuern können. Ich dachte, ich hätte getroffen. Ich dachte, ich müsste getroffen haben. Aber ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig sicher. Wir sind immer noch in 500 Metern Umgebung. Wir könnten eigentlich direkt wieder runtergehen. Wie viel Mana haben wir noch? Okay, der ist schon in der Nähe. Also wirklich sehr, sehr in der Nähe. Da ist er. Fuck. Ich habe beide Male verfehlt. Wo ist er? Der muss hier in der Nähe sein. Kommt schon, feuert auf ihn, Kreuze, feuert auf ihn. Nein, er ist zu weit weg. Nein. Nein, ich habe alle meine Kreuze hier aufgestellt. Wo ist er hin? Oh doch, sie haben ihn erwischt. Sie haben ihn erwischt. Ja. Ausgezeichnet. Sogar noch eins zu viel. Aber jetzt ist er in den See reingegangen. Und ich weiß nicht, was er da tut. Nichts Gutes sicherlich. Wie viel Mana haben wir noch? Das ist jetzt das Wichtigste. Wie viel Mana
Mana, Mana, Mana. 45, nicht genug. 50 brauchen wir dann. 50 brauchen wir, ja. Meine Sprachfähigkeit setzt schon langsam wieder aus, aber diesmal ist es der Aufregung geschuldet. Das ist nämlich mal ein echtes Erfolgserlebnis, dass wir den so schnell erledigt haben. In der Episode, in der ich eigentlich erst die Hexe erledigen wollte, habe ich jetzt schon gleich den nächsten Gegner erledigt. Aber auch eben nur, falls ich jetzt zu einem Speicherpunkt komme. Irgendwie hat sich der Wegweiser von der Karte gelöst. Also, da war immer der Wegweiser auf der Karte eingezeichnet bei der Hütte. Der ist irgendwie nicht mehr da. Der Speicherpunkt auch nicht bei der Hütte. Ich glaube, wir sollten da jetzt nicht hingehen zu der Hütte. Ich glaube, wir sollten exakt die Gegenrichtung einschlagen. Wir sind verdammt verletzt. Wir können nicht speichern im Moment. Jetzt können wir speichern, wenn wir das hier eingesammelt haben. Aber wir brauchen immer noch einen Speicherpunkt. Okay, wir haben ein Kreuz überflüssig aufgestellt. Das ist aber okay. Wir sollten schauen, dass wir von hier wegkommen. Jetzt stehe ich direkt neben dem Kreuz und kann nicht wirklich sehen, in welche Richtung ich gehe. Ja, das ist die richtige Richtung. In dieser Richtung ist ein Speicherpunkt. Wir müssen jetzt möglichst vorsichtig dahin gehen. Und sobald wir da gespeichert haben... ich will es noch gar nicht heraufbeschwören. Ich will jetzt einfach nur mal hoffen, dass das klappt. Weiter sollten wir jetzt noch gar nicht denken. Komme ich hier nicht hoch? Doch, da komme ich doch hoch. Oh, komm schon. Lass mich einfach nur zum Speicherpunkt gehen. Das wäre der größte Erfolg dieser Let's Play-Reihe bisher. Da vorne ist ein Schatten, dem darf ich überhaupt nicht mal in die Nähe darf ich da kommen. Auf gar keinen Fall. Hier gehen wir jetzt runter. Vorsichtig, ganz vorsichtig. Gut umschauen, was da ist. Dass ich in einer Episode quasi beide erledige. Beide Gegner. Zwei Bossgegner. Das wäre ein Wahnsinnserfolg. Ich höre hier ein ungutes Geräusch. Ich weiß nicht, was das ist, aber bitte töte mich jetzt nicht direkt vor dem Speicherpunkt. Bitte nicht vor dem Speicherpunkt töten. Ich renne da jetzt mal kurz hin. Und gespeichert. Verdammt, ja. Okay. Okay, diese Episode ist gerettet. Das war gut. Okay, ich würde eigentlich sagen, wir haben genug erlebt für diese Episode. Wir haben die Hexe getötet, wir haben ihr Kind getötet. Und ich gar nicht wusste, dass es existiert bisher. Also wir haben, ja, getötet kann man vielleicht nicht wirklich sagen. Wir haben es in den See reingetrieben. Und jetzt würde ich eigentlich sagen, machen wir an der Stelle mal Schluss. Und wie genau ich jetzt nächste Episode weitermachen werde, ob ich jetzt direkt zu dem Haus, zu der Hütte gehen soll oder nicht, das weiß ich jetzt noch nicht. Doch nochmal in die Stadt. Wie ist denn unsere Ausrüstung eigentlich? 3 Kruzifixe noch. Bin mir nicht sicher. Wir haben es da hinten ein bisschen übertrieben mit Kruzifixen. Ich gebe es ganz zu. Aber es hat auch was genutzt. Vielleicht gehe ich nochmal ins Dorf zurück. Aber ja, wir beenden jetzt hier diese Episode erstmal. Das war gut. Das war die erste Episode, von der ich wirklich sagen kann, wir haben wirklich ordentlich was geleistet. Dann tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Euer Grimdor.